Und dann hat er den Schnauz abgeschleckert, ist auf die Wiese rausgewackelt und am Baum gelegen und hat angefangen zu schlafen. Bald darauf ist die alte Geiss aus dem Wald wieder heimgekommen. Mäh! Mäh! Aber was hat sie müssen sehen? Die Haustür war sperrangelweit offen. Tisch und Stuhl und Bänke umgeworfen, die Wäschschüssel verscherbelt und Decken und Küsse aus dem Bett erzehrt. Sie hat ihre Kinder gesucht, aber sie hat es nicht gefunden. Da fängt sie an zu rufen, jedes Geissli mit seinem Namen. Hansli! Maxli! Vreneli! Lisi! Anton! Aber keins hat Antwort gegeben. Erst, wo sie am Jüngsten ruft, am Ketterli, hört sie ein fies Stimmli. Da bin ich Mütterli, in der Wandtour. Hol mich raus. Oh Mütterli, der Wolf ist gekommen. Aber er hat eine ganz feine Stimme gehabt und eine weisse Pfote. Aber es war einer wegen dem Wolf gewesen. Und jetzt hat er alle anderen gefressen. Oh Mütterli. Jetzt sind wir ganz allein. Und dann haben beide Schüler angefangen zu brüten. Wo sie mal ein bisschen aufgehört haben zum Verschnaufen, da gehört so etwas wie eine grosse Säge. Und wo sie schauen, da sehen sie den Wolf unter dem Baum liegen und schnarchen, dass die Äste zittert haben. Und auf einmal sehen sie, dass sich in dem dicken Bauch etwas bewegt. Da rief Geissenmutter,